Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem Fachgespräch Cannabis als Medizin, aber natürlich. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Max Plenert, heute hier als Vorstandsmitglied vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik. Herzlich willkommen, Max. Herzlich willkommen auch vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir unterhalten uns heute über Cannabis als Medizin. Seit Jahrtausenden wurde die Hanfpflanze in verschiedenen Kulturen vielfältig eingesetzt. Und irgendwann geriet sie dann in Verruf bzw. in Vergessenheit. Zwischen 1840 und 1900 erschienen in der westlichen medizinischen Literatur über 100 Veröffentlichungen, die Cannabis für die Behandlung verschiedener Krankheiten und Beschwerden empfahlen. Am 23. Januar 1912, ein ganz entscheidendes Datum, wurde auf Drängen der Vereinigten Staaten von Amerika in Den Haag die Internationale Opiumkonvention unterzeichnet. Das erste völkerrechtliche Abkommen zur Bekämpfung des Drogenproblems. Auch Cannabis war Bestandteil dieser Konvention. Allerdings wurde in Deutschland bis 1929 Cannabis weiterhin legal in Drogerien und Apotheken rezeptfrei verkauft. 1972 wurde dann in Deutschland das Betäubungsmittelgesetz verabschiedet. Wäre die Suchtgefahr der Substanz das relevante Kriterium für das Verbot, müssten Alkohol und Nikotin ebenfalls unter das BTM fallen. Also nur mal so als Zahl, wir haben pro Jahr circa 140.000 Tote durch Nikotinmissbrauch und circa 70.000 Tote durch Alkoholmissbrauch, beziehungsweise durch die Spätfolgen, die durch den Konsum entstehen. Das heißt, wir brauchen dringend eine gesetzgeberische Neubewertung von Cannabis. Die ist zwingend nötig, aus meiner Sicht. Aber wie bei der Substitutionsbehandlung von Heroinabhängigen, wird auch bei Cannabis eine ideologisch motivierte Debatte geführt. Die macht uns das größte Problem, die vielen Patientinnen eine wirksame Behandlung vorenthält und für diese Menschen zu erheblichen sozialen Problemen nebenher noch führt. Ich bin da ganz d'accord mit der Bundestagsfraktion, dass wir in diesem Fall dringend das Betäubungsmittelgesetz evaluieren müssten. Also das heißt, wir müssten auf Bundesebene eine Kommission einsetzen zur Evaluierung. Diese Kommission müsste dann wiederum Vorschläge zur Reform des BTMG machen und der Deutsche Bundestag müsste es dann entscheiden. Leider haben wir da auf Landesebene sehr wenig Kompetenz, weil es sich um ein Bundesgesetz handelt. So, und alles Weitere überlasse ich jetzt Max. Und danach können wir dann schön in die Diskussion einsteigen. Vielen Dank.